San Francisco. Ich hab's noch nicht aufgegeben. Ich glaube, hier gibt's noch einige gescheite Biester zu fangen. Das hoffen wir mal, dass sich das heute im Laufe der Nacht noch ein bisschen bewahrheitet. Ich bin jetzt Level 10. Und dann schauen wir mal, was wir alles noch so gefangen kriegen. Ich habe gerade schon gesehen, wir sind wieder einige Lokmodule gesetzt. Das verspricht ja viel Gutes. Na komm, fliehen brauchst du nicht. Diese Taubsis. Verschicken wir, so gut ist es jetzt noch nicht, dass wir es weiter gebrauchen könnten. Ja, hier hatte ich auch schon gestern meine Erfolge gefeiert, meine kleinen Erfolge. Ein Saftkorn, das haben wir noch nicht im Pokédex, das sollten wir jetzt doch mal fangen. Nun bleib auch drin, ja, die Saftkorns, die sind nicht so leicht zu fangen mit einem Pokéball. Ich habe auch immer noch keine Superbälle. Mit so einem Curved Ball vielleicht. Sehr schön, so einfach darf es gerne öfter gehen. Ja, verschicken, so dringend brauchen wir dich jetzt auch nicht. Ach, es wird echt Zeit, dass ich mal stärkere Pokémon fange. Aber dafür sollte ich noch ein bisschen leveln. Arbok fehlt uns noch, also Rettern, dich nehmen wir auch mit. Ich bin nach wie vor fasziniert, was es hier alles gibt an Pokémon. Nach wie vor. Nehmen wir alles mit. 121, erst kommt ja langsam in Regionen, die akzeptabel sind. Aber ich möchte von hier eigentlich weg. Ich habe nämlich gesehen, weiter im Westen. Nee, Carpador, kann ich nicht dran vorbeilaufen. Auf meinem Weg zum Garados. Weiter im Westen gibt es einen Park und da habe ich die Hoffnung, dass wir in dem Park noch ein paar andere Pokémon finden, als die, die ich jetzt schon am gestrigen Morgen und eben heute fangen werde, beziehungsweise gefangen habe. Ja. Wie viele Bonbons? 254. Das nimmt doch alles langsam Formen an. Also, wir begeben uns mal gen Westen. Oh, ein Tauboss. Eieiei, Tauboss. Dann bräuchte ich es gar nicht erst entwickeln dahin. Dann könnte ich mir die... Das wird nicht so einfach zu fangen sein, befürchte ich. Aber das wäre ganz cool, weil dann könnte ich mir die Taubsi-Bonbons sparen fürs Leveln, indem ich die dann nur von Taubsi auf Tauboga verballer. Aber das habe ich auch in Erinnerung in meinem Privataccount. So ein Tauboss lässt sich nicht so ganz einfach fangen. Da wehrt sich das wilde Biest auch noch. Mein Gott, nun lass dich fangen. Eieieiei. Großartig. Ja, komischerweise gibt es dafür keine Punkte mehr. Das irritiert mich ein wenig. Sehr gut. Das ging aber erstaunlich einfach. Tauros im Sack. Einfach so gefangen. Ja, cool. Na, 54 Taubsi-Bonbons. Ja, da kriegen wir schon ein paar Tauboga mit hin. Das sind schon mal garantierte... Hier ist wieder alles voll von Carpador. Das sind schon mal wieder garantierte XP. Bleib drin, ja. Unkompliziert und einfach. So mag ich's. Weg mit dir, Professor Willow freut sich. Der bräuchte inzwischen eine ganze Karpfenfarm wegen mir. Da reicht nicht mal mehr ein Becken. So viele Carpadors, wie ich dem schon gesendet habe. WP 66, aha. Ja, das ist alles noch nichts Weltbewegendes. Da müssen wir erstmal im Level höher kommen. Ich denke mal so, auf Level 20 werden die, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, werden die Pokémon konkurrenzfähig. Zumal die Arenen, die ich hier gesehen habe in San Francisco, doch schon einiges von einem abverlangen. Da zum Teil schon 3000er WP-Pokémon drin hocken. Schauen wir mal, wie weit ich heute komme. Ach, ausgewichen. Nun lass dich doch fangen. Mach's.
uns beiden doch nicht schwerer, als es sein muss. Ich habe jetzt gelesen, dass Niantic tatsächlich ein bisschen mehr gegen Cheater vorgehen möchte und vor allem gegen Leute, die Bots benutzen und damit wirklich random, ohne direkt am PC zu sitzen oder am Handy zu sitzen, wie es eigentlich sein sollte, die sollen gesperrt werden. Die Idee dahinter finde ich ziemlich cool, weil eigentlich sollte sowas hier ja gar nicht möglich sein. Aber ich habe ja nur ausführlich erklärt, warum ich das denn mache. Finde ich auch ehrlich gesagt, jetzt wenn ich habe nochmal drüber nachgedacht, gar nicht so schlimm. Schlimmer fände ich es wirklich, wenn Leute cheaten in der Form, dass sie gar nicht selbst vorm Gerät sitzen, sondern alles automatisiert erfolgen lassen. Die Leute, die am PC oder mit so einem GPS-Faker spielen, die geben sich einen Blutzug, habe ich auch noch nicht. Die haben wenigstens Mühe und spielen das Spiel auch ernsthaft. Das geht aber momentan einfach. Momentan habe ich einen guten Lauf. Och, habe ich doch schon gefangen. Ich dachte, den hätte ich noch nicht. Na gut, kann man trotzdem gebrauchen für das daraus folgende O-Mod. Radfratz brauche ich auch noch. Radikal habe ich noch nicht. Momentan ist es wirklich nur wildes Pokéball-Spammen, wenn ihr so möchtet. Hauptsache Erfahrungspunkte. Ich habe auch eben schon mal überlegt, ob ich nicht doch ein Glücksei einsetze, um das Ganze zu beschleunigen, aber dafür habe ich einfach noch zu wenige Entwicklungen. So, sehr gut, apropos. Dann entwickeln wir den auch schon mal. Erstmal gucken wir, dass wir den Pokédex so voll wie möglich geknallt kriegen, damit wir dann auch beim nächsten Mal von San Francisco vielleicht nach Manhattan oder nach Sydney, mal schauen, ich weiß noch nicht, reisen können. Ja, so ein Radikal. 173er Radikal, das kriegt der Professor direkt wieder. Das lohnt sich alles noch nicht. Wie viele Pokémon habe ich denn jetzt bereits im Pokédex? Doch schon 41. Ja, San Francisco hat einiges zu bieten. Bleib drin, mach keine Spirenzchen. Dr. Willows Karpfenfarm muss immer weiter aktualisiert werden. So, weiter Richtung Westen. Ja, ich erinnere mich. Hier habe ich gestern quasi aufgehört. In dieser Ecke. Aber vom Park da hinten ist noch keine Spur. Dann sollte ich doch noch ein bisschen in die Richtung wandern. Ich gehe schwer davon aus, dass es dort gescheite Pokémon gibt. Pardon? Ja, Taubsis nehme ich immer mit. Die sind fürs Leveln gut. Die gibt's hier nicht allzu oft. Man wird also nicht zu sehr genervt von denen. Das ist ganz angenehm. Dann kann man zwischendurch auch mal das ein oder andere Taubsi einfangen. Wenn sie sich denn nicht großartig wehren. Nee, momentan wird wirklich alles gefangen. Sehr, sehr schön. Und weg mit dir. 58 Bonbons. Das sind schon einige Taubogas, die ich da demnächst entwickeln kann. Warrior Coast Trail Pack, ja, ja, genau, hier waren wir gestern, hier waren wir gestern. Ah, Tentachas brauche ich eigentlich auch noch, ja, obwohl, nee, stimmt gar nicht, ich habe doch Tentachas schon gefangen, meine ich. Ah, ich weiß es nicht, oder ist es mir entkommen? Gucken wir nochmal schnell. Dentara Bonbons 5? Nee, ich hab's schon entwickelt. Das war's. Na gut. Trotzdem 100 XP im Sack. Diese Carpadore. Ich bin so froh, wenn ich Gyarados hab. Ist dieses leidige Carpador-Farm endlich vorbei. Und jetzt haben wir ja auch noch so einen Widerspenstler. Abgehauen! Ich glaub's ja nicht. Ich glaub's ja nicht. Lockmodule ohne Ende. Ich glaube, in San Francisco gehen die Leute wirklich Geld aus für dieses Spiel und zwar nicht zu wenig. Protecting the Coast Pledge.
Signage to pledge protecting the coast. Go environment. Okay. Spannend. Sehr spannend hier. Nein, jetzt mal ohne Quatsch. Ich finde ja zum Teil die Sehenswürdigkeiten hier wirklich interessant. Weibliches Nidoran. Immer wieder gerne. Bei mir im Heimatdorf wurde ich ja von Traumatus überlaufen. Ich habe hier noch kein einziges gefunden. Wer weiß, vielleicht muss ich im Verlaufe dieses Streams oder dieser Streamreihe tatsächlich nochmal zu mir ins Heimatdorf. Allein um Traumatus zu fangen. 219, das behalten wir mal. So schlecht ist das gar nicht. Fairy Arc. Oder Arch. Ja, schön, schön. Aber viel interessanter fände ich jetzt, was sich da hinten verbirgt. Weil da sind doch auch Pokestops ohne Ende. Na, dann lauf auch mal in die richtige Richtung. Aquanic Sunken Ocean Stager. Artistically Marine Life Character in San Francisco. Ja, die Künstler sind hier. San Francisco ist eine kreative Stadt, das sieht man. Im Sauseschritt zum nächsten Pokestop. Carpador Alarm wieder San Francisco Bay Trail Fisherman's Wharf. Ach, hier war ich gestern auch schon in der Ecke. Ich dachte, hätte mich jetzt schon in neue Gefilde begeben. Sehr schön. Ich mag's, wenn es so unkompliziert läuft. Gerade bei diesen schwachen Carpadors ist es doch immer leidig, wenn da ein wilder Kampf mit dem Pokéball ausbricht. Wird es aber doch mal Zeit für ein paar neue Pokémon. Mit 41 Pokémon bin ich noch alles andere als zufrieden. In San Francisco, ich habe mich mal informiert, soll es angeblich 119 verschiedene zum Fangen geben. Das heißt, man hat quasi drei Viertel oder vier Fünftel fast vom Pokédex einfach mal nur in San Francisco voll. Der Rainforest Gorilla. Ui, das sieht aber witzig aus. Das ist ein Arm von einem Gorilla. Rainforest, Café. Steht das da to shoot? Nee. Kann ich nicht erkennen. Oh, da war aber nicht wenig in dem Pokestop gerade drin. Da hat es oft geblimmelt. Hornlius, Taubsies. Nee, fangen wir mit dem Hornlius an. Kukuna habe ich schon. Beaver fehlt mir noch, glaube ich. Na, komm schon. Werde ich nicht. Du hast eh keine Chance. Ah, 91er. Das könnte sich aber doch werden. Juhu, ein Hornliu. Auch das behalten wir mal. 91 ist schon gar nicht so schlecht. Bonbons. Es lohnt sich bald echt schon. Ich muss vor allen Dingen bald ein paar Taubsis behalten, weil sonst habe ich jede Menge Taubsi-Bonbons. Aber keine zum Entwickeln. Zumal ich das ja sowieso nur mache, um Erfahrungspunkte zu kriegen, behalten wir uns mal die nächsten 5-6 Stück. Jetzt ist es aber auch wieder widerspenstig. Lass dich doch mal fangen, sei doch nicht so. Muss ich eine Beere opfern? Ich muss keine Beere opfern. Gut, behalten. Fürs potenzielle Leveln. Ich glaube, ich setze nachher ein Glücksei ein. Das lohnt sich ja bald schon.
Obwohl, nee, bis jetzt 5 Taubsies mehr kann ich auch noch gar nicht entwickeln. Und die neuen Pokémon, da habe ich keinen. Also für neue Entwicklungen habe ich keine Geduld. Da jetzt zu warten, bis ich 200 Millionen Taubsies gefangen habe. Oder Hornlius oder Raupies. Nein, da kann ich nicht warten. Ich weiß auch gar nicht, auf welchem Level man weitere Glückseier bekommt. Man bekommt auf jeden Fall noch irgendwann irgendwelche. Wie weit sind eigentlich meine Eier? Habe ich da überhaupt schon ein paar reingetan? Das weiß ich gerade gar nicht mehr. Oder habe ich das versäumt? Doch, sind alle drei aktiv. Alles 2 Kilometer Eier. Dauert auch nicht mehr lang, bis die schlüpfen. Rescue the Rainforest. Ja, definitiv. Bin ich auch immer ein Freund von. Na, hier kommen jetzt aber doch ein paar mehr Taubsies. Und ein Shiggy. Oh, Shiggy ist wichtiger. Komm, schnell. 63. Bleib drin. Und dann Shiggy. Auch den behalten wir. Oder auch das behalten wir. Shiggy. Dankbarer Fang. Ja, sehr gut. Sehr gut, mein Schillock rückt näher. Oh ja. Oh ja, jetzt schon 18 Bonbons mit dem Verschicken hier. Nicht schlecht. Ripley's Believe It or Not. Das war doch... Was war das denn? Museum and Infinite Mirror Maze on Fisherman's Wharf. War das eine Serie? Ich meine, da gab es doch auch immer einen Flipper-Automaten von... Da sind wir dann nur, wovon so die ganze Zeit geredet wurde, Fisherman's Wharf of San Francisco. Was auch immer das ist, da bin ich leider nicht informiert. Naja. Wir wandern weiter, ich will jetzt in den Park. Nee, das sparen wir uns. Ich habe auf der Karte einen Park gesehen. Ist der das schon? Nein, das ist der noch nicht. Ich glaube nicht. Best Crab ever. Na gut, wenn du das sagst. Carpo de Hornlew. Nee, komm. Ich spare mir das jetzt. Ich will jetzt erstmal in den Park. Hier kenne ich doch schon alles. Das heißt Richtung Westen. Da sieht doch echt was ein bisschen nach Park aus. Ich versuche es jetzt so ein bisschen im Zickzack zu machen, weil mit der App, wenn man sich schräg bewegt, kann man sich ein bisschen schneller fortbewegen. Oh, Raupi nehmen wir aber doch noch mit. Ich Raupi mag. Ich finde Raupi cooler als Hornlew, aber ich finde Bibo cooler als Snipple. Das ist immer so eine Sache. Na komm schon. Mensch. Och, jetzt stelle ich mich aber auch super an. Sehr gut. Und jetzt bleib auch drin, Mensch. Ne, verschicken. Oh, Pipi. Pipi habe ich noch nicht. 276er Pipi ist jetzt nichts... Allerdolstes, aber ich glaube, das ist das bis jetzt stärkste Pokémon, was ich vor die Flinte bekommen habe. Beziehungsweise vor meinen Pokéball. Ne, das will ich unbedingt. Da muss eine Beere mit ins Spiel. Aber für einen großartigen Wurf hätte ich auch noch damals noch XP bekommen. Ich verstehe auch nicht, warum es dafür keine XP mehr gibt. Die Entwickler tun sich momentan wirklich keinen Gefallen damit, mit den Updates, die wir vollziehen. Und
Pipi tut sich absolut keinen Gefallen damit, dass es sich meinem Charme entzieht. So, jetzt mag ich Pipi sehr gut. Freue ich mich. Hab ich schon. Ach, hab ich schon. Na gut. Ich dachte echt, ich hätte es noch nicht. Traurig. Wenn ihr die ganze Zeit spawnt, ihr kleinen Viecher, dann komme ich nie voran. Aber BP10 ist immer dankbar. BP10, immer dankbar. So, nee, ich, nee. Ich fange jetzt nur noch Pokémon. Da hinten, das ist doch sowas wie ein Park. Ja, da wird's ja mal was Neues mal geben. Das ist ein Spam-Mole. Das ist aber ein kleiner Park. Nee, das ist nicht der, den ich meine. Definitiv nicht. Aber mal gucken. Vielleicht macht sich's ja hier schon bemerkbar. Weil Lockmodule ohne Ende sind hier ja gesetzt. Bis jetzt nur Standardware. Gucken wir mal eben. Nee. Viel, aber Standard. Ich laufe mal weiter. Die XP für so einen Pokestop, die nehme ich aber immer gerne mit. Da geht's relativ flott. Level 11 ist auch gleich erreicht. Ein Pikachu, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich habe zwar schon eins, aber ich habe in meiner gesamten Pokémon-Go-Karriere noch kein einziges Wildes gefangen. Und so ein Raichu habe ich, glaube ich, noch nicht mal gesehen. Nee, ich habe auch noch nie einen Raichu gesehen. Spielen. 206, das lässt sich auch schwer fangen, wie ich sehe. Komm, bleib drin. Ah, Mann. Nicht fliehen, nur nicht fliehen. Ich hau da jetzt noch eine Beere rein. Pikachu möchte ich unbedingt haben. Unbedingt. Mann. Und da ist es weg. Ach, schade. Schade, schade, schade. Ach, da hätte ich mich gefreut. Hätte ich mich wirklich gefreut. So, nicht noch eins in der Nähe, nein. Das da hinten sieht schon wieder eher nach Park aus. Ich glaube, da wollte ich auch hin. Paras habe ich noch nicht. Oh, da schlüpfen die Eier. Jetzt müssen sie aber schnell schlüpfen, weil es sind nur 2 Kilometer Eier. Da ist sowieso nicht so viel Dolles drin. Pummeluff, auch cool. Ich glaube, den habe ich noch nicht. Nee, neues Pokémon, Pummeluff, check. Super. Super. Behalten wir mal. So, Paras, auch ein neues Pokémon. Wenn ich mich nicht täusche zumindest. Da verliert meine doch relativ schnell den Überblick, aber ich meine, das hätte ich noch nicht. Ach, jetzt mach keinen Pikachu hier. Verschicken. Mein erstes Paras wird verschickt. So. Wieder ist zu weit entfernt. Ach, bin ich schon wieder weitergegangen. Hatte ich es wieder eilig.
First Ship into San Francisco Marker. Das kann ich zu schlecht lesen. Schade. Das hätte mich schon mal interessiert. Direkt wieder ein neues Ei bekommen. Nee, kein Carpador jetzt. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Wir gehen weiter auf der Suche nach einem etwas größeren Park. Fort Mason, dieser meine ich. Und da erhoffe ich mir doch einiges. Ich hoffe, ich werde nicht enttäuscht. Nein, auch an Quapsel laufen wir vorbei. Ich will jetzt zum Park. Barry Coast Trail. Die ganzen Trails hier. War ich hier doch schon mal? Laufe ich gerade in die falsche Richtung? Zwei Pikachus? Was ist denn hier los? Hier bin ich goldrichtig. Und jetzt ein 31er. Das ist ja noch... Der Pikachu nehme ich alle mit. Ach, geil. Bleibt auch nicht drin. Ich hätte eine Beere schmeißen sollen. Habe ich vergessen. Mist. Ah, geht doch so. Super. So leid es mir tut, verschicken muss ich dich. Was haben wir hier? Zwei Pikachus auf einem Fleck. Das ist ja geil. PP10, super dankbar. Super dankbar. Ach, cool. Auch verschicken. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, wie viele Bomben. Habe ich schon einen Stern, du? Glückwunsch, du hast eine Medaille verdient. Drei Pikachu gefangen. Die Medaille habe ich zu Hause nicht. Gut, zu Hause habe ich auch keinen Nox-Player. Okay. Doch, habe ich auch schon. Nein, jetzt habe ich den als Favorit markiert. Kann ich das wieder wegmachen? Ach, einfach verschicken. Mein Beutel ist voll. Und Level 11 erreicht. Ja, ich wollte schon sagen, boah, die Items kriege ich aber noch. Jetzt habe ich 376 von 350. Das ist natürlich auch geil. Naja gut, dann werfen wir mal 100 Pokebälle weg. Die findet man ja über Sand dann mehr bei den ganzen Pokestops. So habe ich dann auch wieder Platz im Inventar. Oh, was wird's, was wird's? Radfahrt oder Taubsi hätte ich auch nichts gegen. Schöne Pokebonbons. Glumanda! Ach, wie cool. In einem 2-Kilometer-Ei? Seit wann das denn? Nun trägt 6 Bonbons dazu, das wird nicht weggeschmissen. Glumanda ist eins meiner Lieblings-Pokémon. Ja, Hornlew, passt. Okay, gibt Bonbons. Alles gut, WP70, das können wir verschicken. Ich meine, Kokuna hätte ich auch schon im Laufe meiner Reise durch San Francisco gefangen. Bin mir da jetzt aber nicht ganz sicher, wie es hier abgeht. Ein Wahnsinn. Glumanda, ja cool. Glaube ich gerade wieder zurück. Wo bin ich denn gerade? Also eigentlich müsste ich in diesem Park, den ich meine, sein. Ja, genau diesen Park meine ich. Na gut, gucken wir mal. Bis jetzt. Ich habe gerade ein Evoli aufblinken gesehen. Evolis brauche ich auch noch dringend. Oh, neue Eier ausrüsten.
Aber, nee, wieder die 2 Kilometer Eier, komm. Wieder die 2 Kilometer Eier. Die 5er und die 10er. Ich habe ja nicht mal einen 10er. Doch, ein 5er. Ein 5er machen wir auch, komm. Solange wir so viele Brutmaschinen haben, das ist ja größtenteils eher die Seltenheit. So, und jetzt bin ich gespannt, was dieser Park Fort Mason, genau, was der zu bieten hat. Ibitak brauchen wir. Ibitak gehört noch nicht zu meiner Sammlung. Check, sehr gut. Aha, allzu lang dauert das auch nicht mehr. Allzu lang dauert das auch nicht mehr. Fort Mason Community Garden. Die sollen mal ruhig Panorama-Fotos zeigen. Ich würde ja mal gern sehen, wie es hier aussieht. Na gut, könnte ich auch einfach hinfliegen. Hätte ich die Knet. Habe ich aber nicht. Ich war doch hier gestern schon, oder? Ja, sicher. Ich bin doch hier gestern schon rumgelaufen. Die kommen mir doch bekannt vor, Pokestops. Da habe ich mich ein wenig vertan. Pinsir, habe ich den schon? Ich glaube fast ja. Den findet man hier in Amerika tatsächlich aus irgendeinem Grund sehr, sehr oft. Das wäre auch zu einfach. Ein Fragezeichen ist ja doch immer interessant, was für eine Kampfmaschine da vor mir steht. Mein Gott. Das geht mir wohl jetzt auf. Boah. Geht doch. Und jetzt bleib auch drin. Nee. Oh, ich würde es gern fangen jetzt. Na, geflüchtet. Wird nichts. Da ist noch eins. Versuchen wir es damit. 451? Nee, wird zu schwer. Ich guck mal lieber erstmal, ob ich das schon hab oder nicht. Na komm, mach auch. Mensch. Ja, hab ich schon. Brauche ich nicht mehr. Toll. Das ist der Park, auf den ich mich so gefreut habe. Mauzi habe ich noch nicht. Mauzi nehme ich mit. Cool, Mauzi. Ja, sehr schön. Am sinnvollsten wäre es ja eigentlich, direkt am Anfang die Glückseier zu verwenden, wenn man noch nicht so viele Pokémon gefangen hat. Beziehungsweise am schnellsten wird es wahrscheinlich gehen, wenn man nur Taubsis fangen würde, wartet, bis man 2 Glückseier bekommen hat und die dann alle reinballert. Das wäre, glaube ich, am effektivsten. Ich weiß es aber nicht. Aber das macht doch kein Schwein, oder? Das macht doch niemand. So, ich öffne jetzt mal eben die Karte und guck mal, wo ich denn noch hinkommen könnte. Ich meine, Fort Mason schön und gut, aber ich springe jetzt einfach mal 2 Kilometer nach links